Hallo Leute! Gott. Ah, muss ich kurz lesen. Hallo Leute, willkommen zur 6. Folge von Let's Play Dazu zusammen Apfel. Hallo. Letzte Folge haben wir erweitert. Mein Gott. Und die Folge werden wir mal schauen, dass wir den Zoo allgemein aufbessern, aufwerten. Was geht bei denen ab? Was zur Hölle seid ihr und was macht ihr hier? Du musst die wahrgenommenen Zustände in deinem Zoo verbessern, um Demonstranten fernzuhalten. Protestieren gegen schlechte Haltungsbedingungen. Wo? Um wen geht es bei euch? Ja, mein Gott, ich weiß, dass die da sind. Lass mich jetzt bitte... Danke. Ich will das neue Baby sehen. Was für ein neues Baby. Kann nur hier drüben sein. Ja, mein Gott, scheiß Protestiere. Ich weiß nicht mal, gegen wen die protestieren. Denen geht's allen gut. Außer in Sachen Hygiene, aber mein Gott. Manchmal muss man einfach. Tja. Wo ist schon wieder wenig Wasser? Impossible. Da sind vier Wasserdinge drin. Muss ich wohl ein fünftes machen. Oh ne, warte mal, das ist schlecht platziert. Oh mein Gott. Wir haben 13.000 übrigens. Oh, ein Schlachthof! Jetzt geht es dann los. Ich habe eh schon, wo ist es? Irgendwas habe ich letzte Folge noch erforscht. Da! Ein Prozessor. Wandle verstorbene Tiere in nützliche Ressourcen um. Da er so immer beliebter wird, hat die Geschäftsführung in die Entwicklung einer unterirdischen Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz investiert. Ja, bla bla. Ja. So. Ja, speicher mal. Zack. Du weg. Das ist anscheinend nichts. Bam. Ah, verdammt, natürlich bist du 3x3. Wo steh ich denn hin? Okay, wir müssen jetzt erstmal hier ganz umbauen. Du stellst dich mal hier hin. Scheiß auf die Blumen da. Da gehört eine U-Bahn hin. Die Natur hat es so vorhergesagt. Gesehen. Können da mal wieder ein bisschen Pflanzen hin. So, sehr schön. Und warum geht es nicht doch einfach das Doppelklicken? Warum muss alles kompliziert sein in diesem Game? Okay, noch eins nach drüben. Und hier kommen die dann raus, hoffentlich. 2000? Ich hoffe, dass die das benutzen auch. Wenigstens. Ja, die Pfleger benutzen es schon. Wenigstens das. Alter, sind das Hasen. Ich will gar nicht wissen, wie viele das sind. Ah, gut, wir kriegen wenigstens wieder 2k dafür. Oh mein Gott, wollt ihr mir jetzt endlich mal sagen, für wen ihr hier seid? Für wen arbeitet ihr?
wie nicht genügend Geld. Achso, für die. Oh mein Gott. Ihr Ficker, ich besteche euch nicht. Ich rufe gleich die Polizei! Gib keinen Grund! Oh mein Gott, haben die gezüchtet? Oh mein Gott, ihr Ficker! Hört auf zu züchten! Manchmal reicht es. Manchmal muss man wissen, wann es zu viel ist. Und ich weiß, wann es zu viel ist. Ich glaube, ich muss das unterbinden hier drüben. Oh nein, die ist schwanger! Gott, es werden immer mehr! Erhalt eine schwarze Schlange. Gott, wir sind noch nicht so weit. Gebt uns Zeit! Ich kann die Schulden zurückzahlen. Wir wollen mir Zeit. Ich bin glücklich. In meinem Stream-Projekt hatte ich enorme Schulden. Ich mag es, wenn die Leute wenigstens die Mülleimer benutzen. Oh. Anders als bei Planet Coaster. Du verstehst, was ich meine. Hier kann man auch einfach mal so Bäume hinplacen. Glaube ich nicht. Und das erhöht unsere CO2-Emission. Also senkt die unsere Emission, so würde ich sagen. Wir haben 15k eingenommen, die. Oh mein Gott, wir haben 10k Profit gemacht die Woche. Wasserschweingans oder Hasegans? Da hast du die Schlange mit Hasenkopf her. Ah. Ich bin für Hasegans. Ja. Okay, wir müssen mal passieren. Weil hier ist irgendwas rot. Wo ist zu wenig. Ihr verdammten Gänse, hört auf zu züchten! Okay. Und was ist bei euch schon wieder? Minimal zu wenig Wasser. Minimal. Gott, seid ihr schlimm. Zufrieden? Die werden nie zufrieden sein. Und ich wollte gleich, um Probleme zu verhindern, hier in Wüsten, hier ein größeres Wüstengehege hinsetzen. Also maximal Platz ausnutzen. Oh Gott, das geht nicht. Nein. Das wird nichts bringen. Egal. Was ein Gehege. Das nenne ich Qualität, wenn ich mal eine gesehen habe. Schuld mit es. So. Alten Dornenstrauch, Wüstenfels und Bälle brauchen die wahrscheinlich noch, damit die mir nicht auf die Nerven gehen. So. Sieht doch ganz gut aus. Was wollt ihr hier unten mir geben? Achso. Erstmal kaufen wir uns hier die neue Gans. Hier rein. Weil die haben eh genug der Platz da unten. Gelbe Fleck, Alter. Hm? Dieser gelbe Fleck. So.
Westie. Wir mochten dich immer, Westie. Aber es wird Zeit für neue Tiere im Gehege. Ja, mal schauen, können wir hier bei der Gans nicht irgendwas Neues züchten? Nein, können wir nicht. Das ist schlecht. Das können wir dann machen, wenn die neue da ist. Die neue Gans. Mein Gott, das ist so krank hier drin. Ich bin so froh, dass ich alle Hasen schon fertig habe. Ich muss die nicht mehr züchten. Das sind die riesig. Mhm. Er ist wirklich wie Egorin. Ja. Hey, Bro, geht's dir gut da? Du siehst ein bisschen eingefärbt aus. Ich mag das Büstengehege. Jetzt hat eine schöne Form. Und die benutzen wirklich die U-Bahn. Das finde ich auch cool. Ah ja. Tiere hinzufügen. Irgendwann wird wieder ein Tier kommen, was ich da reinsetzen kann. Oh, ich habe doch nicht alle Hasen. Aber wir könnten Hasen und Hasengans machen. Wir haben eine Hasengans. Oder machen wir gerade, oder? Was machen wir gerade? Ah. Wir machen gerade eine Hasengans. Ja, das Einzige, was wir machen können, können wir nicht machen. Oder brauchen wir nicht machen. Unser getarnter Ernährungsexperte hat heute den örtlichen Zoo besucht, um die Ernährung der Tiere zu beobachten und entdeckte die schockierende Wahrheit. Die Tiere im Zoo werden gerade so gefüttert, um zu überleben. Wenn wir verarschen, wir haben auch kein... Mein Gott. Aber viele sind gewaltig unterernährt. Okay. Leck mich alle am Arsch. Schlangenschwein. Mein Gott. So, hier, zack. Wir kaufen wieder alles ein. Schon ist er überfüttert. So, zufrieden. Hier, ihr Schweine. Ich mag es, dass die Reste da unten gut sind. Ah. Okay, Reste sind schlecht, wenn wir den Resten geben. Fütterungsmischung ist auch schlecht. Ja, wir müssen da vielleicht mal ein bisschen investieren. Dass die ein bisschen mehr besseren Stuff kriegen. Ein bisschen mehr als die brauchen, aber nicht überfüttern. Ist das rot, weil wir keine Insekten haben? Na sein. Ja, genau. Ja. Deswegen war es rot. Und die haben wir schon aufgebessert. Du kriegst auch mal wieder ein bisschen Gras, meine Fresse. Dafür weniger Stroh. Aber nicht überfüttern. Das war's. Also ich sollte vielleicht noch einkaufen. So. Ich meine, diese verdammten anonymen Wichser. Ticketpreis ist zu niedrig. Die gehen mir trotzdem alle auf die Nerven, dass die jetzt nicht zahlen wollen. Dann hören wir halt auf 18 Euro. Ich lass mal die Schlangen von sich aus brüten. Oh, das ist schlecht. Das sind unsere neuen Tiere. Fucking Schlangen. Und wir haben endlich die Tropensäfte, wie ich sie schon so lange wollte. Fein. Oh Gott, Alter, was? Werden das immer noch mehr? Ich hoffe nicht. Oh, es ist ein Baby. Wo? Zeig's mir. Es wird gleich verarbeitet.
So. Wo wir eigentlich hin wollten, ist hier. Yo, wie fett bist du denn, Bro? Alter. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann ein neues Parkgebiet kaufen. Also wenn wir das nächste Mal ein Parkgebiet kaufen, wird der gebaut. Okay, ich sag's ungern, aber ich bin froh, wenn die Hasen langsam dahin ja raffen. So egal, ob ihr wenig Wasser habt oder nicht. Wie sieht's bei euch aus? Schon schwanger? Nein, okay, dann muss ich da... Ach nee, warte, ich kann nicht mehr eingreifen. Verdammt. 63 Kacheln ist das groß. Wir haben 36 VIPs gerade im Zoo. Wo sind die? Ich sehe hier keinen einzigen. Protestanten. Wie lange werdet ihr mir noch auf den Sack gehen? Wende dich an die Mafia. Das Ding ist übrigens weg, aber ich habe das Ding war weg. Wir sind immer noch in Jahr 1 und wir haben das hier aufgebaut. Sehr schön. Wir machen noch echt viel Cash. Kann nur besser werden. Ich freue mich auf Pinguine. Das werden immer mehr! Oh, bekomme deine Tiere mindestens auf 75% Bereicherung. Oh Jungs, wenn ihr uns dann in Ruhe lässt, dann ist es mir wert. So, die sind gut. Ihr seid gut mit Bereicherung. Ihr seid gut mit Bereicherung. Ich frage mich, wo das Problem liegt. Die sind bei 56%, Alter. Ich kann doch da nicht noch mehr reinsetzen. Das ist überfüllt. So, Jungs, lasst uns jetzt in Ruhe. Wie kann das auf 68 sein? Es geht allen gut. Weil das hier auf 0 ist? Weil da nichts drin ist. Ich will mich da verarschen. Können neue Gans kaufen. Werden die beiden mal hier oben reinsetzen. Einfach nur zum Schauen. Hey, Bro, bist du interessiert? Komm raus aus den Protestanten. Bist du interessiert an Hasen? Ey, das sind viele Hasen. 59! Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, verkaufe ich dann instant alle? Weiß nicht. Nein. Sehr schön. Sortiert nach. Alter. Die sind nicht nach Alter sortiert, die wollen mich doch verarschen. Aber die Ältesten werden jetzt mal aussortiert. So, 13 Hasen für 1000 Euro. Ich habe das Achievement Dealer gekriegt. Guck, jetzt sieht es hier doch schon gleich viel besser aus. Mein Gott, Alter, ist das anstrengend. Haben wir mindestens 50% Bussammlung. Oh, okay, cool, das haben wir geschafft. Wo kommt? Ihr seid nicht mehr weggefahren! Also ich müsste auf Einrichten drücken.
Boah, ich bin auch so lost. Es macht so viel Spaß, die Dinge, die Tiere zu beobachten, wenn sie mit Dingen spielen. Ja, vor allem die Hasen. Ich glaube, wenn du in das Hasengehege reinschaust, wirst du nichts erkennen. Nee. Niemals. Aber ich glaube, wir haben den Zoo wieder ein bisschen stabilisiert. Oh. Das ist doch schön. Wir machen Cash. Alles supi. Sobald wir wieder für Strom bezahlen müssen, wird es Zeit, dass wir wieder... Ich Schlange, Digga. Hier. Laden. Tropische Säfte. Haha, Brit, du kriegst 70 Euro. Baue Sunday-Laden. Schön, dass ich vorher 2 Updates bei Steam gestartet habe und jetzt 5 fertig sind. Baue eine Weltallarche. Also, nach unseren bestehenden Berechnungen haben wir in 30 Jahren nicht mehr viel Zeit in der Welt. Wie dem auch sei, wir bei Apokalypse Schiffe bauen... haben den Plan, eine riesige Weltallarche zu bauen und 2 Jahre von jeder Tierart auf den Mond zu bringen, wo sie nochmal neu anfangen können. Wir brauchen allerdings etwas Startfinanzierung. Würdest du ein paar Anteile für 10.000 Euro kaufen? Definitiv nicht. Ist das verrückt? Wie schön alles funktioniert. Wollt ihr beide jetzt nicht... Okay, die sind schwanger. Oh mein Gott, wir kriegen das erste Schlangenbaby. Es ist soweit. Die Schlangen brüten. Da ist es! Es ist braun! Schön. Und wann kommt das nächste, Jungs? Wo bleibt das nächste? Aber ich glaube, unsere Schweine werden aussterben. Also die. Die sollten ja von sich aus was machen können. Wir haben 300 Euro für Wasser bezahlen müssen. Gott, das muss ich jetzt dann langsam ändern. Geht gar nicht. Ach ja. Ja. Oh Gott, was... Tilia, was bist denn du? Oh, Alter. Hans. Hans. Ich mag's, dass wir 2 Gänsegehege haben. Die da oben dürfen neu anfangen. Die unten werden irgendwann auch sterben. Gibt's irgendwas Interessantes hier, was wir kaufen? Oh mein Gott, in Australien ist... Oh, Junge, was bist du denn? Sowas schon gekauft. Eine neue Schlange. Ja. Yay. Und eine neue Gans. Wir lassen das Gehege da unten rein. Weil da unten ist eh noch nicht genug drin. Hier können wir Schlangen gegen Kojoten kaufen, aber haben wir. Ja, so eine Schlange haben wir. Das ist unser Jungtier. Das will ich nicht. Das will ich nicht wegtraden. Was brauchen wir zum Züchten? Ich glaube, wir werden die Folge nochmal ausbreiten, damit ich unsere Tierverarbeitungsstation bauen kann.
Ich mach's wie das Schild, wann die ankommen, hinter der Laterne ist. Wir haben 31.000, kaufen uns einfach das Nachbarland für 2.000. Das soll schon schief gehen. Kostet ja nichts. Und das Gras wieder. Ja, das Gras ist das einzige Problem hier. Ach ja. Ja. Nein. Warte mal, ich glaube, oh gut, ich mach jetzt noch das Gras. Ich habe gestern Abend, oder auf Nacht, nochmal ein paar Shorts geschnitten für die Woche. So Szenen, die mir gerade noch so eingefallen sind. Wenn du eine Idee hast, sag einfach. Jo. Bei mir gehen sie aus. Aber, dann war's mit der Folge. Lass so ein Like und ein Abo, wenn es gefallen hat. Schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Und... tschüss. Tschüss.